zu dritt kann ich, glaube ich, auch gegen eine Spinne kämpfen. Das sind ja in dem Fall sogar drei Level 5er. Oder? Ja. Sieht in Ordnung aus. Und es läuft zweimal getroffen, dann dreimal. Viermal. Und besiegt. Nochmal Skelett. Ah, da ist noch eine Felsspinne. Eine Seilfelsspinne und eine Felsspinne. Kommt hier von hier auch noch gleich dazu. Muss man immer so viel kämpfen sonst. Nein, das ist eine Felsspinne, hat nichts gegeben. Die Felsspinne nicht, aber immerhin. Felsspinnenseide. Aha. So. Ich glaube, das wird eine neue Blockade. Sofort. Hier haben wir auch nochmal eine gebaut. Ich glaube, die Blockade muss ich gleich mal zerstören. Bringt die Seite zu seiner Arme. Ja, schon besser. Dann würde ich sagen, jetzt auch nach diesem kleinen Kämpfchen auch gleich zum Hauptlager von ihnen auf Rück. Wir können ja diese Blockade kaputt machen. Und viele Leute stehen da eh nicht drin. Auf meinen Befehl. Vorwärts. In Windeseile. Die Leute aus dem Hause Hallet haben auch genügend zu tun. In die Schlacht. Ui. Angreifen solltet ihr auch fast schon. Das ist ein Hinterhalt. Fort mit euch. Machen wir mal ein paar Flächenheilungen. Ah, ein Level 12 war ein schwarzes Skelett. Ja, komm schon, die Knochenschützen kriegt ihr wohl noch besiegt. Da muss immer so viel reden. Ja, den Seelenfels haben wir uns noch gar nicht geholt. Jetzt kommt auch der Aschengräber, Tishan. Wo du denn den Aschengräber? Da macht zu viel Schaden. Gut, geht doch. Da hat man fast einen von unseren Bogenschützen getötet. Auf mein Zeichen. Das ist ein Hinterhalt.
Schön ausnehmen. Ja, ist gut. Weißer, Graus Totem, Zwergenarbeiter und eine Level 9er Priesterin. Ja, können wir doch gleich mal einsetzen. Zwergen Level 7. Priesterin Level 9 gegen eine Priesterin Level 6. Können die auch gleich mal ausrüsten. Ja, machen wir es auch gleich mal mit diesem Zeug. Also mit der Ausrüstung, die letzte Priesterin auch hatte. Nein! Einer ist gestorben. Hört mal auf, Gegner zu kommen hier. Ist voll asozial. Vor allem, wenn wir hier noch einen Chef haben. Ich glaube, jetzt wollten gerade wieder welche hier die Barrikade aufbauen. Daher sind so viele gekommen oder so. Ganz viele Zwergenpläne. Also welche Rasse spielen wir als nächstes? Da, Portal ins Grauschattental. Frostbringer, Wanderin, Schule der Alpen und Eismagierinnen. So, erstmal die Pläne einsetzen. Hier, Wanderin, Eismagierin. Das sind übrigens die Frosttürme, von denen ich geredet habe. Die frieren die Gegner dann ein. Schule der Alpen. Zwergchen. Miliz. Wachmann. Steinbruch, Mine, Schmiede. Folgt mir. So, Streitkolben, Rüstplatte, Elfenarbeiter Level 6. Sofort. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg, die haben wir ver... Ah, jetzt kommen sie! Ah, ich glaube, ich weiß, wie die das machen. Ich glaube, die gehen für uns durch das Portal, um die Gegner zu besiegen, die dort sind. Und deswegen soll man selbst noch nicht durchgehen, weil es eben die machen wollen, sozusagen. Weil man selbst kann ja seine Truppen nicht über Portale mitnehmen. Was ein bisschen schade ist, aber andererseits auch gerechtfertigt. Stellt sich nur die Frage, wer hat wohl die stärkere Streitmacht, wenn meine gegen die von denen kämpfen würden? Also ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass ich gewinne. Okay, mit meinem Held schon. Aber sonst... Jetzt müssten die aber langsam auch mal auftauchen. Die hatten da 5 Level 10er im Weg. So viel ist es auch nicht. Erstmal ein bisschen bescheißen, nur von wegen nur gegen 3 kämpfen. Dann holen wir jetzt auch mal den Seelenfels. Dann werde ich mich auch mit meinem Held gleich zu der Stadt hochbringen. Brunnenfels. Ja, und meine Leute gehen... In der Zwischenzeit, ha, genau 50. Hier, den hier entgegen. So, darf ich jetzt mit dir reden, Marcia? Marcia. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Entschuldigt, dass ich euch in diesen Krieg mit hineingezogen habe. Doch ohne eure Hilfe wären wir verloren gewesen. Ich schulde euch weit mehr als nur meinen Dank. Nun denn, sprecht. Was steht euch zu Diensten?
Wisst ihr etwas über Hokan Ashir? Hokan Ashir? Durchaus. Er war ein Magier des Zirkels. Der größte Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Ein ebenso mächtiger wie grausamer Zauberer. Er starb während der Konvokation. So sagt man zumindest. Wer befehligt dann diese Angriffe, wenn Hokan tot ist? Wir wissen es nicht. Die Untoten haben die Festung im Grauschattental überrannt. Seitdem branden sie gegen unsere Heere wie ein nimmermüder Ozean. Ohne die Zwergengarde werden wir nicht mehr lange durchhalten. Und nur die Götter wissen, ob Urias und seine Männer im Grauschattental noch leben. Irgendjemand muss nach dorthin durchbrechen. Wir müssen wissen, was dort geschieht. Wenn dies der einzige Weg ist, mehr über Hokan zu erfahren, dann werde ich gehen. Unsere Gebete werden euch begleiten. Das Südportal ist euch allerdings versperrt. Zu viele Untote auf der anderen Seite. Ihr müsst euch eurem Weg durch das Land der Zwerge bahnen. Sprecht mit Skarvik, dem Zwergenschmied in den südlichen Windwallbergen. Er wird euch helfen. Er war stets ein Freund der Menschen und des Hauses Halit. Der Weg in ihr Land führt nach Südwesten. Dieser Schlüssel wird euch das Tor öffnen. Viel Glück. Danke sehr. Also haben wir uns geirrt. Sie werden uns nicht den Weg freikämpfen, aber immerhin... Ich glaube, die stellen sich jetzt hier zum Schutz hin. Also gegen die Untoten, die dann rauskommen. Reden wir auch mal mit ihren Kommandanten. Grüße, im Namen des Hauses Halit. Die Untoten sind zurückgeschlagen. Ihr habt euch bewährt, Runenkrieger. Meine Leute verdanken euch ihr Leben. Und ich verdanke euch mein Land. Der Orden wird von eurer Tat erfahren. Da ihr auf Reisen seid, will ich euch nicht mit höfischen Zeremonien aufhalten. Nehmt diese bescheidene Entlohnung. Und den ewigen Dank des Hauses Halit. Ja, das klingt doch ganz nett. Ein Utraner-Schild. Hier ist das Portal. Haha. Da ist das Tor. Utraner-Schild. Bringt uns nicht viel. Ja. Ja. Das wäre jetzt für Krieger gut. Und mit euch. Holen wir noch ein paar Gegner, die man plündern kann. Schnell wie ein Pfeil. Wie viele. Warte, ich schau erst noch. Ich gehe erst noch zum Portal, dann schaue ich, wie viele Sidequests wir denn schon wieder erfüllen können. Zumindest teilweise und dann. Ja, hier stellen sie sich schön auf. Und dann schaue ich, ob die nächste Aufnahme wirklich der Schwertfels ist oder wieder ein Sidequest-Part. Los, Schwestern! In Windeseile. Ja, dann läuft ihr mal kurz hin. Wir haben Zauberwerk, das können wir abgeben. Zwergendienst hier noch nicht. Aus der Tiefe Ultim. Könnten wir vielleicht nochmal versuchen jetzt mit den zwei neuen Helden. Gleiche. Feine Stoffe haben wir noch nicht. Schattenöl, den Schattenring haben wir. Amralea noch nicht. Seelensteine haben wir auch erst zwei. Ich glaube, ich werde erst den Schwertfels machen. Oder auch nicht. Okay. Die südlichen Windwallberge sind es. Der Schwertfels ist dann was, wo man in den südlichen Windwallbergen durch kann. So war das. Also man muss... Ja, stimmt. Etwas verwirrt. Okay, aber... Was so? Ja, der wollte nicht mitkommen. Den Schwertfels werde ich auch in die Aufnahme einpacken, aber... Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen geirrt. Ist ja nicht so schlimm. Ich werde jetzt erstmal pausieren. Vielleicht nehme ich nachher nochmal auf, aber jetzt dann fürs Erste... Danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, wie immer, ihr könnt mir Tipps geben, Verbesserungsvorschläge, Kritik, sonst was, auch Vorschläge für andere Let's Plays, wenn euch meine Kommentierart gefällt oder was ich einfach dran ändern kann, wie gesagt. Ansonsten ja, danke fürs Zuschauen, vielleicht bis zu späteren Videos, bye bye.